Meine Damen und Herren, ich darf Sie alle hier an der Nierswelle willkommen heißen. Ja, es ist endlich soweit. Ja, die Nierswelle ist schon von Ihnen allen hier, wie ich sehe, in Besitz genommen worden. Ich glaube, die Nierswelle ist schöner geworden, als wir alle gedacht haben. Ich denke, diese Nierswelle wertet die Innenstadt massiv auf. Es ist ein richtig kleines Naherholungsgebiet entstanden und ich denke, dass einige um uns herum uns hierfür beneiden werden. Es hat geklappt, die Behörden sind mit eingestiegen, es wurde erlaubt, eine Bucht, einen Hafen zu errichten. Wir wollten einen Eventplatz schaffen, der es wie ein Amphitheater ermöglicht, hier auch Feiern durchzuführen. So, wir wollen jetzt durchschneiden, damit auch offiziell die Nierswellen eröffnet sind. Jetzt echt! Thank you.
Hallo. Guten Tag. Geht's euch allen gut? Ja, dann machen wir mal einen Cappuccino. Ein Cappuccino. Und so geht's dir auch? Ich helfe dir ein bisschen aus, ein bisschen die Firma zu präsentieren. Wir sind eine alteingesessene Kocherfirma. Wurde 1911 war die Gründung als Ballerina. Und nun haben wir gleich angefangen. Dann kam der Umstieg 1933 in das Kaffeegeschäft. Und jetzt kam mittlerweile 2011 ist halt mehr das Kaffee-Käsegeschäft unser Hauptaugenmerk. Und ja, Kaffee machen wir jetzt nebenbei. Und wollen ein bisschen präsentieren halt hier noch, dass wir halt ein alteingesessenes Koch machen, dass wir was bereisen. Weil es in Vergessenheit geraten ist. Die meisten Leute wissen einfach nicht mehr, dass man auch in Koch noch Kaffee kaufen kann. Oder halt ein bisschen für ein Quartier. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Ich hätte wohl gerne ein Eis vom Bauernhof gelesen. Vom Bauernhof, richtig, Bauernhof. Was muss ich darunter verstehen? Das ist Bauernhof-Eis, das heißt, es ist das Eis eigentlich, wie es früher hergestellt wurde, mit frischer Milch und Sahne vom Hof. Sowohl die frische Früchte, das sind Früchte, die aus der Region kommen, die im Eis verarbeitet werden. Das heißt, es sind keine Zucker. Danke. Hallo. Hallo. Welches Produkt verkaufen Sie denn hier? Wir verkaufen das Nierswalder Landhaus. Zentral gelegen in Nierswald oder Nierswalder. Auf dem Dorfplatz, ganz zentral. Wunderschön gelegen. Ja, das ist unser Produkt. Na, welches Produkt vertrittst du denn hier? Die leckeren Bio-Kartoffeln vom Büsch. Kann ich mir nichts darunter vorstellen. Ja, das sind also anders angebaut als die konventionellen. Ja, biologisch angebaut. Und dadurch hat man natürlich auch eine ganz andere Geschmacksrichtung. Ja. Ich habe die heute mit schönen frischen Kräutern mal in die Pfanne geschmissen. Ja. Leckere Thymian, Rosmarin oder Majoran. Anschließend gibt es einen schönen Kräuterquark. Kennst du was von Ihrem Produkt? Ja, ich habe komplett in eigener Produktion. Ich habe die Hirsche selber zu Hause am Hof laufen. Ich habe eine Schießgenehmigung. Ich habe ein EG anerkanntes Schlachthaus. Und da werden die dann geschossen. Und dann werden die nachher, wenn sie abgehangen sind, nach 5 oder 8 Tagen, je nachdem, klein geschnitten. Dann habe ich einmal im Bereich den Braten. Und der Braten, der wird eingefroren und nach Portionsweise, so wie ich den brauche, wird er dann gebraten. Der kommt gar hier an. Und der Gulasch, der wird zu Hause geschnitten und gebraten. Und hier wird er nur noch warm. Bitte. So. Was gibt es denn als Zutaten zu dem Gulasch? Bratkartoffeln, Spätzle und Pommes Frites. Und Rotkohl. Wir müssen noch Gage verleihen. Bitte, Wollen Sie auch ein Rotkohl dazu? Schönen guten Tag. Ich möchte meiner Frau Edmund ein Kräutergewächs schenken für die Fensterbank. Für die Fensterbank? Was empfehlen Sie? Ah, dann würde ich Ihnen schon mal hier diesen Bonsai-Chili empfehlen. Der ist sehr gut im Zimmer auf der Fensterbank zu halten. Reift nachher schön rot ab. Hat überall dann oben drauf die Chili-Früchte stehen. Und die können Sie schön zum Würzen nehmen. Das ist eine schöne, scharfe Sache. Frau Verhallen, wir von Goch TV hätten mal eine Frage zu Ihrer intensiven Arbeit hier an Ihrem Stand. Was bewegt einen dazu, solche Motive zu malen? Ja, also dieses Motiv wiederum ist ein Auftrag. Und
ich mache hier einiges, weil die Farbe muss ja trocknen. Und hier habe ich auch ein Bild vom Gott noch gemalt, das ich vorher auch vorgezeichnet habe. Ich meine, wir haben ja passendes Wetter dazu, dass alles gut trocknen kann. Jetzt drehe ich es gleich um, dann kann ich am nächsten weiterarbeiten. So. Wie lange dauert der Trockenprozess? Ist je nach Wetter. Genau. Also zurzeit geht es ganz gut. Wie lange braucht man für so ein Bild ungefähr? Was Sie auf der rechten Seite haben von der. Ja, ich arbeite doch schon einige Stunden dran mit dem Vorzeichnen und die Farbe auftragen. Ich habe es auch immer wieder weggelegt und weitergearbeitet, weil ich ja auch an die anderen Bilder gearbeitet habe. Macht man als Künstlerin Duplikate oder zeichnet man immer etwas Neues? Also wenn es geht, möchte man immer etwas Neues machen. Auf Duplikate wäre nein. Es wäre ein Zwang, sowas malen zu müssen. Ich sehe auf der rechten Seite Ihres Bildes ein Gocher-Motiv. Was hat Sie dazu bewogen und ist das fertig oder wird das noch vollendet und mit welchen Farben machen Sie das? Also es wird noch vollendet und ich arbeite weiter mit den Aquarellfarben daran, um das ziemlich mit einer schönen Tiefe auszumalen. Auch hier, dass man hier dieses Boot hier erkennt, auch die Menschen, die hier drin sitzen, dass es sehr belebt und trotzdem locker gemalt ist. Denn man kann Aquarelle noch korrekter ausmalen oder fließender lassen. Und hier, das lassen wir etwas fließender. Da kommen eben nur noch kleine Einzelheiten rein, die ich immer mehr und genauer einarbeiten werde mit kleinen Pinseln. Ich bedanke mich.